April, April, beziehungsweise, naja, nicht so ganz, denn, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin nun wirklich nicht gerade der Beste im Leute reinlegen und dementsprechend ist das eine ganz normale Wolf und Würflik-Folge, ganz ohne April-Scherz. Der einzige April-Scherz ist jetzt hierbei, dass gar kein April-Scherz drin ist, so wie im Thumbnail angekündigt. Gut, wer einen April-Scherz ankündigt, ist ja auch offen gesagt wirklich behindert. Von daher, also nicht so schlau meine ich damit, das ist nichts gegen Behinderte, ihr wisst schon und so. Und ja, das Coole an diesem April-Scherz ist, den ich mir da ausgedacht habe, dass, das war kein Deutsch, egal. Dass man ja denken könnte, das wäre ein April-Scherz und da dann kein April-Scherz kam, habe ich euch ja doch irgendwie reingelegt, wobei die meisten das wahrscheinlich gar nicht vermutet hätten, dass da überhaupt ein April-Scherz kommt. Und somit ist es dann wieder ein April-Scherz und dadurch, dass da ein April-Scherz drin ist, ist es wieder kein April-Scherz. Und so. Ja, also ganz voll tricky und so und mindfucking und ihr wisst schon, die ganzen wunderschönen Adjektive, die man solchen Aktionen geben kann. Und wie wahnsinnig doll euch das überrascht hat, das könnt ihr jetzt in den Kommentaren mir mitteilen. Ja, und das nächste, was ich zu sagen habe, ist, dass ich hier diesen Vorbau ein bisschen ändere und dass ich schon ein bisschen weitergebaut habe. Ich war einfach mit den Videos nicht so zufrieden, die ich da gemacht habe. Und außerdem wollte ich jetzt ein April-Video machen und da ich erst jetzt wieder zum Hochladen komme, wäre das dann nicht gegangen, obwohl ich ja gar keine April-Scherze mache, also ist es eigentlich auch total unnötig. Aber naja, also, ja, ich habe mich schon wieder ein bisschen verplappert. Gut, also auf jeden Fall, ich habe hier weitergebaut, wie ihr seht, und werde jetzt auch noch weiterbauen. Und als erstes mache ich dazu, ach guck mal, die Sonne hat einen schönen Fail. Die hat so ein Viereck noch drumherum, ja, cool. Schick. Ach, das Waldgeist-Texture-Pack, das muss jetzt noch rein, Moment. Moment, Waldgeist. Hier. Könnt ihr auch herunterladen, wenn ihr wollt. So. Hat nämlich auch Stil irgendwie. Und ich mache jetzt Timeset 0. Weil ich möchte, dass ich bei Tag baue. Und so. Ich war jetzt gerade am Reden. Muss ich jetzt nochmal kurz überlegen, was ich sagen wollte. Gut. Mir fällt es nicht mehr ein. Ja. Okay, ich fällt jetzt schon wieder gerade ziemlich rum, was das Reden angeht. War jetzt ganz verwirrt durch das Waldgeist-Texture-Pack, was da nicht drin war. Ja, ich habe weitergebaut, das habe ich ja alles schon erzählt. Und ja, ich hätte eigentlich sogar einen April-Scherz machen können, also so einen ganz kreativen wie andere YouTuber. Da gibt es zum Beispiel die Leute, die dann immer wieder ankündigen, ich werde meinen Kanal schließen, denn ich finde keine Motivation mehr auf YouTube. Und so. Und dann sind die ganzen Fans so, nein, schließ nicht deinen Kanal, wir finden dich so toll. Und ich meine, es ist wahnsinnig überraschend, dass das dann ein April-Scherz ist. Trotzdem glauben das die Fans jedes Jahr aufs Neue. Und ich bin mal gespannt, wie viele dieses Jahr diese Masche raushauen. Also ich bin mir sicher, dass ich zumindest einen davon kenne, der sowas macht, weil das ist einfach so, das ist der Standard-Joke, ja, also wenn man den nicht bringt, als bekannterer YouTuber, dann ist man da voll out und so. So, das gehört einfach dazu, im April tun die ganzen YouTuber ihre Kanäle löschen, um sie dann 10 Sekunden später wieder zu eröffnen. So. Und jetzt sieht man, warum ich die Breite anders haben wollte. Und deswegen habe ich die ganze Zeit von einer blöden Zweierbreite gelabert, weil es ist halt einfach doof sonst. Ja, voll doof. Und deswegen wollte ich da eine Zweierbreite. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das quasi jetzt hier, wie ich da weiter vorgehe bei meinem random Build hier. Also mit Build meine ich Bau. Gebäude. So. Denn irgendwie, das hier gefällt mir noch nicht so. Vielleicht kann man da auch so.
Hier in die Ecke, da müsste eigentlich jetzt irgendwas hin, finde ich. Mal gucken, was wir da für Steine haben. Wir haben hier diesen rissigen und hier den... Wie heißt der? Gemeißelten Steinziegel. Und statt einem scharfen S hat das Texture Pack hier ein männlich Zeichen. Na, das ist ja auch kreativ. Gemeinmännlichster Stein. Und den setze ich... Nee, das sieht sehr nach... Oh, ich möchte jetzt noch ein bisschen Detail machen, aber ich habe es nicht anders hingekriegt aus. Aber ich lasse es jetzt trotzdem mal. Nee, irgendwie hat das noch nicht so viel Stil. Ich muss da echt noch ein bisschen überlegen. Ich würde sagen, ich hatte jetzt auf der anderen Seite so besondere Dinge. Jetzt mache ich mal auf der Seite hier so ganz Ausgefallenes. Mal gucken, was haben wir denn da? Ich nehme jetzt hier Tropenholztreppe, Fichtenholztreppe. Warum ist denn die so komisch rot? Vielleicht doch eher das normale Holz. Eichenholztreppe. Und eine Eichenholzstufe. Was haben wir da? Die Tropenholzstufe. Schwarzenholz. Gut, ich nehme das ganz normale. Und baue dann hier so einen coolen Überbau. Ich könnte das natürlich auch passend zum restlichen Haus machen, einfach in dem hellen Holz. Das macht vielleicht... Ah, Telefon! Gut, einen Moment, wir sehen uns gleich wieder. Ja, was soll ich sagen? Die liebe Telekom möchte mir einen Vertrag andrehen. Da bedanke ich mich doch mal vielmals und bedanke mich auch ganz groß für die Störung, denn... Ein Vertrag von der Telekom wollte ich schon immer haben. Wir haben nämlich bereits einen und der ist so grottig. Und der neue Vertrag beinhaltet dann bestimmt auch allerlei andere vertragliche Scheiße. Aber nein, ich möchte jetzt hier nicht die Telekom schlecht machen. Nein, nein, auf keinen Fall. Die hat einen super Dienst, einen super Service. Nur ab und zu, sehr häufig, so fünfmal die Woche, fällt halt das Internet auch mal aus. Ja. Aber dafür kostet es ja auch mehr. Muss man ja auch mal sagen. Ist schon ziemlich schön. Gut. Aber Hauptsache gestört. Und jetzt versuche ich hier nochmal wieder reinzukommen ins Kommentieren. Ja, denn ich muss das Ganze noch rendern. Ich muss noch Musik finden und alles für dieses Video. Und ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich muss dieses Video tatsächlich kürzer machen als sonst. Was mir auch wirklich leid tut. Aber leider geht es nicht anders. Nein, ich wollte das ganz anders haben. Mann! Ganz anders wollte ich das haben. Ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe. Und es fängt an zu regnen. Guckt euch das an. Der Regen ist jetzt in Minecraft seit neuestem fast so hässlich wie auch in echt. Weil jetzt einfach das total grau wird. Und du siehst in der Ferne einfach nichts mehr. Hier oben... Ist nur noch so ausgegraut. Ja. Und meine Frames stürzen auch ins Bodenlose. So. Ja, ich habe leider echt nicht mehr viel Zeit aufzunehmen. Das heißt, ich muss gleich die Aufnahme tatsächlich abbrechen. Und das tut mir auch sehr leid. Und da ich momentan noch nicht so die Ideen habe hierfür. Ja. Kann es echt sein, dass ich jetzt hier aufhören muss. Denn die Telekom hat doch da einen ziemlichen zeitlichen Einschnitt jetzt für mich bedeutet. Und ich muss halt wieder in die Schule und muss es halt vorher noch rendern, damit ich euch dieses Video überhaupt noch an dem heutigen Tag anbieten kann. Und das hat auch wieder mit der Telekom zu tun, weil das Internet einfach so scheiße lahm ist. Und das, obwohl wir, ja, Geld, gutes Geld zahlen. Aber, ja, was will man machen? Das ist halt so typisch Eltern, beziehungsweise die Telekom. Da hat man halt zumindest eine gewisse Form von Sicherheit. Das kennt man halt. Das ist bewährt. Und da hat man dann weniger Angst, dass da irgendwie noch eine Tücke dahinter ist. Aber in Wahrheit ist da, glaube ich, eigentlich nichts so richtig anders. Naja, gut. Also ich glaube, ich muss das jetzt hier wirklich abbrechen, denn das mit dem Regen ist auch unschön. Den kann ich zwar ausschalten, aber
der bietet mir die Möglichkeit, jetzt hier das Video zu beenden. Ich habe leider wieder fast nichts geschafft, das ist einfach so schrecklich. Aber vielleicht fandet ihr meinen April-Scherz mit unterbrochenem Video ganz, ganz toll und dann könnt ihr ja vielleicht zumindest auf das letzte Video gehen, euch das letzte Video angucken und vielleicht gefällt euch das dann besser als das hier. Denn das hat nur 7 Likes und ich denke, da geht noch was. Da hat sogar der liebe Splex kommentiert, also nochmal Grüße an dich, Splex. Ich finde es übel cool von dir, dass du mein Video likest und sonst fast gar keine Videos likest. Das ist für mich eine gewisse Form von Ehre. Und ja, im nächsten Video geht es weiter. Ich beende es jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann vielleicht mal endlich mit ein bisschen Fortschritt. Und bis dahin noch einen wunderschönen 1. April. Ich denke, ihr werdet den Tag schon noch genießen und ordentlich auf die Nase fliegen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.